Der Copper Lake ist da. Es ist soweit. Das neue Gewässer wird gerade frisch auf die Server gepatcht. Und wir gucken in die Patch Notes und was alles neu ist am Kupfersee, am Copper Lake. Ja, das ist doch nochmal richtig schön. Wir kriegen direkt zum Start auch nochmal ein wunderbares Video mit den ersten Eindrücken, mit den ersten Fischen, was alles dabei ist. Und ich habe auch die Patch Notes dabei und Infos zum Gewässer. Und auch in Zukunft wirst du hier jede Menge Infos zum Gewässer bekommen, zu den Angelmethoden, wie man hier am besten reingeht, wie man hier am besten vorgeht, um die Fische hier zu fangen am Copper Lake. Und natürlich nicht nur zum Kupfersee, sondern eben auch zu allen anderen Gewässern. Von daher Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Infovideos nicht verpasst. Schauen wir als erstes mal in die Patch Notes rein. Also, wir gucken uns gemeinsam die Patch Notes an. Was ist alles neu? Und in den Patch Notes steht: Liebe Angler, wir freuen uns, euch in diesem Update am Kupfersee begrüßen zu dürfen. Dieser idyllische See richtet sich in erster Linie an die Grundangler, wird aber auch diejenigen nicht enttäuschen, die ein Posen- oder Spinninggerät bevorzugen. Bedeutet also, ja, natürlich werden wir hier überall schön auf Karpfen und auf Grund angeln können, aber eben nicht nur eben mit dem Grundsetup, mit den Grundrouten, den verschiedenen Arten, sondern eben auch mit Pose. Und das wird mit Sicherheit nochmal richtig interessant. Spinning, wird es ja Hechte geben? Möglicherweise, ähnlich wie am Bernsteinsee, dass so an den Schilfkanten vielleicht auch ein paar Hechte sind oder Döbel oder sowas. Bestimmt irgendwas in der Art werden wir da auch drin haben. Bunte Kois und andere interessante Fische warten auf euch. Also, zusätzlich zu den bunten Kois gibt es eben auch noch weitere andere Arten, andere Fische. Okay, das ist doch schon mal gut. An diesem kommerziellen Gewässer mit seltenen und wertvollen Fischarten ist die erlaubte Ausrüstung auf mittleres und leichtes Gerät begrenzt. Das ist doch mal ein Satz. Also, wir sind hier an einem bezahlten Gewässer. Das heißt, es wird kommerziell genutzt, dieses Gewässer. Wir dürfen hier hin oder wir gehen hier hin. Wir bezahlen quasi dafür, dass wir hier angeln können, haben dann allerdings auch Begrenzung. Man kennt es vielleicht vom Forellensee oder wenn man irgendwo an einem Karpfensee angeln geht, dann wird eben gesagt, okay, ihr dürft das und das und das verwenden, aber die und die Futter oder die und die Köder dürfen nicht verwendet werden, die und die Ruten oder sowas, die dürfen nicht verwendet werden. So ist das hier auch. Also kommerziell genutztes Gewässer mit Einschränkungen bzw. mit Vorgaben des Besitzers. Anspruchsvolle Drills warten auf euch. Ja, denn das bezieht sich dann eben auf die erlaubte Ausrüstung und weitere Details, die gleich natürlich im Anschluss noch folgen. Nach zahlreichen Anfragen habt ihr nun die Möglichkeit, einen Angelstuhl und einen Rodpod zu erwerben. Jawollo! Um den Ansitz noch komfortabler zu gestalten. Also auch das natürlich sensationell. Endlich im Game. Wir kriegen einen Rodpod und wir kriegen, ja, ringsherum die Geschichten, einen Angelstuhl. Vielleicht sogar noch mehr. Ich bin mega gespannt und wir gucken auf jeden Fall da noch rein. Ja, jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Hinweis. Erfahrene Karpfenangler wissen, wie stark die Wassertemperatur das Verhalten der Fische beeinflusst. Bam! Und jetzt kommt der absolute Hammer. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, einen Indikator zur aktuellen Wettervorhersage für den Bärensee oder ja, Bärensee, Bernsteinsee und Kupfersee hinzuzufügen. Also eine Wettervorhersage und ein Indikator nicht nur eben zum Wetter, sondern eben auch zur Wassertemperatur. Um
dann zu entscheiden und um dann zu erkennen, wie und wo halten sich die Fische wohl eher auf. Und für alle, die sich denken, ach verdammt, es ist noch so weit hin bis zu diesem Gewässer und ich bin im Level noch so low. Ja, da gibt es ähnlich wie am Nordmeer auch hier wieder die Möglichkeit, ein Tourticket sich zu kaufen für den Kupfersee. Da wird geschrieben, wir haben auch die Spieler nicht vergessen, deren Level für den Besuch des neuen Gewässers nicht ausreichend ist. Ihr habt die Möglichkeit, ein Tourticket für den Karpfensee zu erwerben. Wir treffen uns am Wasser. So, und jetzt gehen wir nochmal zusätzlich zu diesen einleitenden Worten nochmal rein in die Details. Was haben wir denn an Patch Notes? Ja, das neue Gewässer wurde hinzugefügt, der Kupfersee. Der Zugang zum Gewässer ist ab Level 29. Gar nicht mal ganz so hoch, aber man kann dann sagen, okay, vorher hat man ja gesagt, so ja, ab Level 30 geht es halt richtig ab. Ich denke, auch hier wird es richtig gut abgehen können. Bedeutet also ab Level 29 demnächst Vollgas und dann läuft das hier richtig gut. Mit Sicherheit eben auch schon dann hier am Kupfersee. Da es sich bei dem Kupfersee um eine kommerzielle Anlage mit seltenen Fischen handelt, gelten einige Einschränkungen beim erlaubten Gerät. Ja, das ist eben wie gesagt super wichtig. Wir können hier nicht alles verwenden, was wir haben. Was das Ganze allerdings, und ich glaube, man sieht es ja auch so ein bisschen an so einem kleinen Gewässer, vielleicht auch gar nicht so tragisch macht, sondern was das Ganze so ein bisschen herausfordernder auch macht. Zusätzlich wurde zum Kupfersee auch noch eine neue Angelmontage mit integriert. Und da schließt sich der Kreis zum einen mit den integrierten Wassertemperaturen und den verschiedenen Zonen, wo sich die Fische aufhalten können. Und eben zum anderen, wie gesagt, mit dieser neuen Montage, das ist das SIG Rig. ZIG, das SIG Rig, das ist jetzt neu mit drin. Und damit haben wir die Möglichkeit, quasi unser Pop-Up-Rig nochmal deutlich länger auftreiben zu lassen. Dazu gibt es dann eben diesen SIG Rig Form, also so ein Schaum sozusagen. Oder so ein Auftriebsköder, der dann quasi das Ganze auch nochmal leichter nach oben katapultiert. Dazu, auch noch neu, gibt es für die Fiedervorfächer nun eine Erweiterung sozusagen. Wir können die Vorfächer jetzt bis auf 1,50 Meter erweitern. Das heißt also, wir haben jetzt 150 cm lange Vorfächer möglicherweise, um dann zu sagen, okay, ich werfe auf Grund aus. Der Köder landet auf dem Grund, beziehungsweise das Blei landet auf dem Grund und der Köder steigt auf, sagen wir mal, 1,15 Meter hoch. Und da möchte ich dann quasi den Köder präsentieren mit diesem neuen SIG Rig. Ja, zu dem Wasser gibt es dann nochmal einen extra Absatz. Die Anzeige der Wassertemperatur wurde für die folgenden Gewässer implementiert. Also, wir haben jetzt neben der Anzeige nach dem Wetter, wie das Wetter ist, wo der Wind herkommt und wie die Temperaturen am Tag sind, haben wir quasi auch noch eine Anzeige, wie die Temperaturen am Wasser sind oder im Wasser. Und das wurde eben implementiert bei den Gewässern Bernsteinsee, Bärensee und Kupfersee. Bei diesen drei Gewässern ist das so, da, wo es wohl dann auch wichtig ist und relevant ist, dass man da eben mit den verschiedenen Temperaturen auch verschiedene Gewässer oder Tiefen der Köder dann einstellen kann. Analysen zur Wassertemperatur können dabei helfen, die Fischposition zu bestimmen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, da müssen wir uns auch demnächst mächtig austauschen untereinander. Und da wird es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man dann sagt, okay, ausgeworfen mit dem SIG Rig auf 20 Meter, mit dem SIG Rig aber steigend auf 1,20 Meter Höhe, da ballern sie dann richtig rein. Also das sind dann solche Details, ähnlich quasi wie beim Posenangeln, absinken, dann ist es jetzt aufsteigend, es ist quasi Reverse Posenangeln, dieses SIG Rig, genau von unten nach oben und nicht von oben nach unten, ähnlich wie gesagt wie beim Posenangeln und das wird mit Sicherheit nochmal richtig spannend.
Des Weiteren gibt es für den Kupfersee drei verschiedene Pakete mit unbegrenztem Zugang. Auch da wieder ähnlich wie am Nordmeer. Da sind eben zwei mit, ja, zwei Pakete. Einmal dieser normale Zugang, Dauerzugang, wie man ihn halt kennt. Und zwei wieder mit Specials, also mit einzigartigen Gegenständen. Auch das gucken wir uns später nochmal an. 12 neue Fischarten wurden am Kupfersee implementiert. Ja, also das war auch schon zu sehen in dem ersten Video, wo quasi, da oben sieht man es, an diesen Wohnwagen so Schilder waren, jeweils mit verschiedenen Fischen drauf. Da konnte man sehen, da waren 12 verschiedene Fische zu sehen. Was es eben jetzt noch zusätzlich gibt und welche Fische sonst noch neu sind, da bin ich wahnsinnig gespannt. Aber insgesamt sollen es wohl 12 neue sein und vielleicht eben noch zusätzlich ein paar altbekannte. Ja, einer der wichtigsten Punkte ist natürlich die Implementierung des Rodpods und von Stühlen. Für Liebhaber des Grundfischens wurden Angelstühle und verschiedene Rodpods mit Bissanzeigern eingeführt. Ich bin mega gespannt, was die alles können. Man sieht ja hier schon super viel, also es wird ja schon einiges gezeigt und wie die funktionieren und ob die richtig gut funktionieren, ob das einfach richtig, ja, easy going ist. Das muss einfach funktionieren, blind sozusagen, und das darf nicht irgendwie hakeln. Und auch mit den Stühlen bin ich natürlich super interessant, welche Boni dann mit den Stühlen kommen, was uns das dann bringt, so einen Stuhl zu nutzen. Dann gibt es auch neue Winkelpicker-Routen des Herstellers Kingfisher. Neue Winkelpicker-Routen des Herstellers Kingfisher wurden hinzugefügt. Ob das jetzt diese hier gerade ist, die wir hier sehen, oder ob das die waren vom ersten Video oder vom Foto war es sogar noch, die Legacy mit einem extra Satz. Ich vermute, dass es die war, die man da quasi schon gesehen hat. Das sind dann quasi nochmal explizit neue Winkelpicker-Routen für richtig schön feines Angeln. Und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen nächsten Punkt. Es gibt neue Rekordtabellen für feines Angeln. Zum einen wurden die Rekordtabellen fürs Leitangeln alle eben jetzt kombiniert sozusagen. Light ist jetzt quasi alle Fische, die mit einer leichten oder ultraleichten Rute gefangen werden. Das ist jetzt die neue Rekordtabelle Light. Und dann gibt es eben noch Bottom, also Grundlight, beinhaltet Fische, die mit einer Picker, mit einer Feeder, mit einer Karpfenrute und einer Rollengröße von 1000, 2000, 3000 gefangen wurde. Bedeutet also, wir können jetzt hier zum Beispiel auch Rekorde jagen, und hier an so einem kleinen Gewässer ist das natürlich ideal, Rekorde jagen mit 1000, 2000, 3000er, sagen wir mal 3000er Rollen auf feinen Pickerrouten und sind dann damit auch eben direkt mit, ja, in den Rekorden sozusagen drin, wenn wir diese kleinen Rollen verwenden. Die Angelrollen zum 6-jährigen Jubiläum, die sind raus. Die wurden jetzt quasi gestrichen, die gibt es gerade im Shop nicht mehr. Was aber drin ist, ist die komplette Warenversorgung der Geschäfte. Die wurde jetzt nochmal erhöht, damit man nicht immer so viel warten muss, dass irgendwie was wieder nachgefüllt wird oder sowas. Also es ist grundsätzlich mehr Ware in den Geschäften drin. Trotz allem wird es wahrscheinlich immer mal wieder noch Ausverkäufe geben. Gerade an diesen etwas abgelegeneren Gewässern passiert das ja. Das ist ja Teil der Story, dass eben manche Gewässer so weit abgelegen sind, dass die Warenversorgung dort eben ein bisschen schlechter ist. Ja, auch die alten Karpfengewässer werden natürlich durch dieses Update beeinflusst. Und da natürlich zum einen der Bernsteinsee. Da heißt es, die Spielwelt am Bernsteinsee wurde neu konfiguriert. Heißt also, am Bernie müssen wir jetzt wahrscheinlich auch anders ran hier. Wahrscheinlich auch am Bärensee, da gab es aber keine extra Info zu. Ich gehe aber mal davon aus, dass es auch am Bärensee, und ich hoffe inständig,
dass es mittlerweile, dass es jetzt dadurch neue Spots gibt. Also dadurch, dass wir jetzt eben auch quasi von unten nach oben auftreibend verschiedene Positionen jetzt raussuchen. Ich hoffe, dass diese 3 Spots am Bärensee und die 5 Spots am Bernsteinsee nicht mehr so fest eingemeißelt sind, sondern dass sich da so ein bisschen mehr tut als diese Standardspots und dass man da wieder natürlich auch ein bisschen suchen muss. Zusätzlich wurde zum Bärensee auch noch die Albino-Barbe dazu hinzugefügt. Also das ist ja auch der absolute Hammer. Sowas finde ich übrigens mega, mega nice. Also neue Fische, die einfach mal dazukommen an alten Gewässern. Einfach für die Challenge, ein bisschen was Besonderes. Sowas wie so eine Albino-Barbe ist doch der absolute Hammer. Dann wurde die Levelbeschränkung für Dips, die wurde aufgehoben. Das heißt, jetzt kann man eben auch im Low-Level-Bereich schon die Dips verwenden. Das ist natürlich auch super praktisch, beziehungsweise es gibt da einfach keine Level-Beschränkung mehr. Zusätzlich muss man jetzt nochmal bestätigen, wenn man Items löschen will. Nicht, dass man so aus Versehen mal eben komplett sein Inventar gelöscht hat. Man will ja nur mal klicken und da fehlt dann halt diese zusätzliche "Willst du wirklich alles löschen?" Abfrage. Ja, will ich. Und dann ist es nun mal so. Also das wurde jetzt auch noch mit implementiert. Und für alle, die sich mit ihrem Usernamen immer noch nicht so ganz einig sind und noch nicht so ganz zufrieden sind, gibt es jetzt die Möglichkeit, den Ingame-Namen direkt im Spiel-Client zu ändern. Auch das wurde jetzt integriert. Also keinen großen Antrag stellen oder sowas, sondern das kann man jetzt über den Client alles regeln. Ja, und dann gibt es natürlich noch 2 ganz wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, die Lebensräume für die Fische haben sich geändert. Also es fand eine Fischwanderung statt, Fischmigration, und die Vorlieben der Köder haben sich geändert. Das heißt, wir fangen jetzt quasi wieder an, neue Köder zu suchen, und das zählt dann quasi auch für alle Gewässer. Das heißt, wir müssen da jetzt wieder von vorne suchen und testen. Natürlich ändern die sich nicht gänzlich, aber man muss eben jetzt wieder neue Farben, neue Aromen testen und sowas und auch andere Spots testen. Da gibt es jetzt also in Zukunft viel zu probieren. Für alle diejenigen, die jetzt im Low-Level vielleicht unterwegs sind, heißt das natürlich noch mehr Suchen, selbstständiges Suchen, weil ja die ganzen High-Level-Spieler wahrscheinlich alle hier an dem Karpfengewässer rumstehen. Das heißt, es kommen gerade nicht so wirklich viele Informationen zusammen. Von daher am besten nochmal die Tutorial-Serie 2023 angucken. Da gibt es sämtliche Infos, wie man da reingeht in das Game von A bis Z und wie man ordentlich die Spots sucht und was wichtig ist im Game. Also alles, was wichtig ist, da einfach mal reingucken. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist, und den habe ich anfangs übersprungen, der steht relativ weit oben, auf Systemen, die Mindestanforderungen nicht erfüllen, ist der Zugang zum Karpfensee nicht möglich. Diesen Satz gab es auch schon am Meer, am Nordmeer. Also, lange Zeit war es so, dass RF4 ja für ganz einfache Rechner auch locker zu spielen war, auch wenn man die Grafik irgendwie runterstellen musste. Mittlerweile müssen die aber auch sagen, okay, wir können das nicht mehr oder nicht mehr alle Gewässer für alle Systeme quasi bieten. Das heißt also, wenn dein Rechner so eine olle Möhre ist, kann es sein, dass das ja am Kupfersee einfach nicht mehr möglich ist, das Gewässer darzustellen sozusagen. Und dann kann man da einfach nicht hin. Tja, so ist es leider. Irgendwann geht das halt weiter hier mit der Technik. Irgendwann wird die ganze Grafik und alles halt immer aufwendiger. Und da müssen die natürlich auch mitziehen. Das war's mit den Patch Notes zum Kupfersee. Und wir sehen uns dann zum Video mit sämtlichen Infos bzw. mit allem, was noch wichtig ist zum Kupfersee. Ich renne natürlich gleich einmal eine Runde rum. Wir gucken uns das gemeinsam an. Und wir gucken natürlich auch in den Shop, gibt es etwas, was man kaufen sollte? Gibt es irgendwelche Kaufempfehlungen? Also von daher, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, denn es wird vieles Neues geben zu RF4, viele neue Tipps und Tricks. Und die findest du hier, die Tipps und Tricks. Von daher, Petri Lümmels, bis zum nächsten Video oder bis zum Livestream, montags, mittwochs und freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin.
Thank you.